Hey, was geht, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Ficket hinein. Zurück bei Let's Play Sonic Frontiers und Alter. Sonic sieht echt nicht gut aus. Na schön, wir sind auf jeden Fall jetzt bei der vierten Insel angelangt und müssen dort jetzt Türme ausschalten. Den ersten Turm haben wir im letzten Part nach dem epischen Kampf gegen den Ritter-Titanen. Ja, bereits abgestellt. Und jetzt, ja, machen wir weiter mit dem Abschalten der Türme. Schon ein bisschen langsamer. Schon mache ich einen gewaltigen Fehler. Und ich möchte mich entschuldigen, dass erst so spät wieder Videos kommen. In den letzten Wochen gab es da zu viel. Hätte ich mir jetzt aussuchen können. In den letzten Wochen gab es jetzt leider Gottes zu viel Stress im Real Life. Und auch in meiner Wohnung habe ich noch vieles. Umorganisieren müssen und noch dazu sehr viele Termine einhalten müssen. Da kam ich leider kaum zum Aufnehmen. Aber jetzt müsste es wieder besser werden. Und ich gucke auch, dass das jetzt wieder einen schnelleren Flow hat. Okay. Also abspringen dazwischen. Ja, man kann es in Speedrun versuchen, aber dann hat man auch weniger Kontrolle. Da muss man aufpassen. Das ist so ein Risk and Reward System. Rock. Man wird dann halt mit Geschwindigkeit, also mit schnelleren Platforming belohnt. Wow. Die Türme gehen auch echt ganz schön hoch und hier diese Relishing-Herausforderungen dazu, die haben schon einige tricky Passagen hier. Jetzt was gebracht, wenn ich in der... Oh no! Ah, wieder von vorne hier. Ach. Halt! Was? Okay. Haben wir hier Checkpoints erstellt? Mit denen wir wieder uns ein bisschen was sparen können? Okay. Na, ich mein, das ist schon an sich fair. Und ich nutze es aber nicht gut hier. Ich wollte jetzt mal auf der Seite, auf die Seite hin, aber okay. Okay, ich hätte nicht in der Mitte bleiben dürfen. Ich merke schon das Problem. So. Dann nix wie rauf da. Oh! Jetzt noch ein paar Quickstep-Herausforderungen. Oh shit! Ja, super. Oh gut, ich habe nicht viele Ringe verloren. Das ist schon mal was. So. Okay. Dann schauen wir mal jetzt diesen Turm aus. Mal los. Beschleunigt sich. Wie kannst du lächeln, wenn du fast umfällst? Ja.
Oh shit, kein Wunder, dass Sonic schon so vollkommen fertig aussieht. Shit! Er kann da fast noch nicht mal auf einem Bein stehen. Aber gut, wenn so ein Gameplay umgeht, dann geht er wieder ab hier wie ein Zäpfchen. Naja, er beißt sich halt durch. So kennen wir ihn. Aber was jetzt soll jetzt diese Erinnerung darstellen? Dass die Urahnen jetzt auf einen Raumschiff fliehen? Oder dass ein Raumschiff sie gerade... Oder dass sie kurz davor stehen, angegriffen zu werden von einem anderen Raumschiff. Da kann ich jetzt leider den Kontext nicht genau verstehen hier. Den kann ich nicht genau nachvollziehen. Vielleicht weiß das sicher einer in den Kommis. So. In der Zwischenzeit versuche ich mich hier... weiterzukommen. So, jetzt come on. Das muss jetzt mal klappen hier. So, so wollte ich das haben. Ich würde mal diese Ruinen hier auschecken. Vielleicht beherbergt das was? Ich meine, es sticht zwar raus im Vergleich zu den ganzen anderen hier. Was, da kann man sogar hoch? Okay. Ne, kann man leider nicht. Ja gut, vergessen wir es. Auf zum nächsten Turm. Hier sind lauter Blumen umgeben. Das muss das Blumenfeld von Kronos Island sein, ne? Ja, wie gesagt, es ähnelt ja wirklich stark Kronos Island. Ich weiß ja, das Spiel wurde ja leider Gottes auch gerusht und ich habe auch von Leuten gehört, dass das Finale, sogar voll dem das Finale, dass man nur über den höchsten Schwierigkeitsgrad, den ich ja gerade spiele, sehr, sehr lahm sein soll. Fast schon so wie der Time Eater in Sonic Generations, also der Sonic Team Variante von Generations. Naja, das hört sich jetzt nicht besonders gut an. Naja, ich werde dann auch wirklich das Urteil fällen, wie gut er sich am Ende durchsetzt, weil ich weiß ja nicht genau, unter welchem Kontext er lahm sein sollte. Ob es jetzt nur optisch ist, weil mit optisch kann er auch leben, solange Gameplay technisch Spaß macht. Ja, Notiz an mich selbst. Nicht den Stacheln reinrennen, das ist ungesund. Ach komm jetzt. Na, da kann ich nicht mehr boosten, nicht Depp. Ich sollte... So, diesmal nicht. Ich kann auch dazu lernen. Na, kletter hoch, Mann. Uppala. Und gleich da hoch. So. Oh. Okay, der Schalter hat hier diese Kletterwand erzeugt. Wow! Holy shit. Kommt jetzt eine Plattform oder muss ich da... Da wäre eine Plattform gekommen. Oder eine Kletterwand, besser gesagt. Ah! Ach, komm jetzt. Lass mich nicht lange warten. Komm wieder runter. Auf den Boden der Tatsachen. Oh, shit. Das ganze oben Stacheln sind da. Also ich muss da mich dran heften, ohne dabei raufzurennen. So. Jetzt war. Okay, das hat gepasst. So, gib mir den Schalter. Ah ja, damit erschaffe ich eine Abkürzung. Das ist also praktisch ein Checkpoint, den ich erschaffe. Ich meine, es ist auch fair, dass man da nicht wieder den kompletten Turm wieder von vorne hochsteigen muss. Das finde ich schon mal gut. Dass man da einige Stellen skippen kann. Oh, shit. Laser fallen! Oh. Die tun mir gar nicht weh. Okay. Das überrascht mich aber jetzt gerade. Oh, jetzt habe ich mich da oben nach oben geglitscht, oder was?
Sollte ich da jetzt schon oben sein? Ich glaube mal nicht. Das heißt drum, ich kacke jetzt drauf. Ich gehe einfach weiter. Enthält auch mal was anderes außer Fertigkeitenpunkte? Das müsste man auch wirklich hinein implementieren, dass wenn man die maximale Anzahl an Fertigkeitenpunkte erreicht hat, also sprich, dass man die gar nicht mehr notwendig hat. Shit, oh, 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 oh. Dass dann jegliches, dass man dann ansonsten immer von allen Gegenständen und Gegnern immer wieder was anderes bekommt. Ich hoffe, das wird im nächsten Spiel implementiert. Denn was ich ja weiß, Kishimoto, also der Director von diesem Spiel, der hat jetzt einen Twitter-Account geöffnet, um jetzt Feedback zu nehmen. Von allen Spielen aus aller Welt. Also, er hat auch ein paar Dolmetscher bereit. Für den Fernfall der Fälle. Dass auch keine Missverständnisse auftreten. Naja, so gut wie. Ich hoffe aber auch wirklich, dass er wirklich das Feedback gut aufnimmt. Warum rennt sie immer nach unten? Ich drücke... Ich muss in eine Richtung drücken, oder was? Nach oben, bitte. Danke. Oh, shit. Oh, gerade noch geschafft. Ich finde es auf jeden Fall nobel, dass er hier... wo muss ich jetzt lang? Okay, ich kann auch hier das Trampolin oben erreichen, versuchen zu erreichen. Alter, die Kletterpartie von diesem Turm ist schon nicht richtig tricky. Aber ich glaube, wir haben es fast. Ja, jetzt haben wir es. Ich finde das allerdings nobel, aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass er wirklich die richtige Kritik auf sich nimmt und vor allem auch, weil es heißt zwar, er nimmt jetzt nur das an, was deren Visionen entsprechen, aber natürlich hoffe ich auch, dass dazu zählt Momentum in Gameplay und noch dazu, weil das hat ja leider Gottes dieses Spiel nicht so wirklich, und noch dazu mehr spielbare Charaktere, weniger Chank in den Animationen und deutlich besser, technisch besser. Ich meine, es ist nicht, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass so eine Frontier schlecht wäre oder so, aber es sind natürlich jetzt einige Sachen, die mir bislang aufgefallen sind, die mir jetzt eher negativ stimmen. Ansonsten habe ich bislang großen ganzen Spaß. Und, mehr spielbare Charaktere habe ich schon gesagt, weniger Chank und auch, weniger Chunk in Animation und hier und da noch ein paar Gameplay-Tweaks. Und vor allem mehr Originalität, sprich keine alten Zonen mehr und nur komplett in 3D. Und wenn es alte Zonen sind, dann wirklich solche, erstens mal eine Minderheit und zweitens auch wirklich solche, die am wenigsten wieder genutzt worden sind. Wie zum Beispiel Starlight Zone von Sonic 1. Wenn man schon Sonic 1 anspielen möchte, dann warum nicht gleich die beste Zone aus Sonic 1, ne? Nur mal so ein Gedanke. So. Also sie haben den Chaos Emerald, also das ist doch deren Raumschiffe, sie haben die Chaos Emeralds genutzt, um durch das All zu reisen und jawohl. Und so, runter. Oh, bitte auf den Boden, jawohl. Nicht ins Wasser. Also sie haben die Chaos Emeralds genutzt zur Navigation.
Und ja, jetzt sind die Chaos Emeralds tatsächlich durch den Planeten Mobius angezogen worden, sich dort der Master Emerald befindet. Aber die Frage ist, wie ist erst die Verbindung zwischen Master Emerald und den Chaos Emeralds entstanden? Und woher kommt der Master, also wie entstand der Master Emerald? Das ist bislang auch noch etwas, was noch nicht aufgegriffen worden ist. Mal schauen, wie das noch wird. So, muss ich hier hoch? Ich meine, da ist ein Gegner oben. Warte mal. Oh, Schatz. Ah ja, da ist der Anfang. Von dem Turm hier. Au, das ist schon besser. Ein Abwehrsamen. Angriffs- oder Abwehrsamen sind das auf jeden Fall Programm. Wisst ihr, ich glaube, ich spiele auch mit den Gedanken. Wahrscheinlich wird das Oh nein! Oh, shit. Ja, toll. Jetzt hab ich mich von denen runterstoßen lassen, nicht Depp. Ach, hier! Hier geht's ja auch. Und tschüss. So. Ich spiele schon mit den Gedanken, ob ich wirklich, alles andere jetzt mache, außerhalb der ganzen Fertigkeiten auf die höchste Stufe zu bringen. Weil ich glaube, dafür müsste ich zu sehr grinden und ich glaube, dafür hätte ich jetzt nicht genug Zeit und Nerv. Wahrscheinlich wird das aber trotzdem zu den 100% beitragen, weshalb ich dann doch den Titel 100% auslassen werde, weil ich werde alles andere machen, also alle Cyberspace-Levels, alle Rätsel, also die Karte vervollständigen, alle Nebenmissionen, also Nebengespräche und Hauptgespräche. Es ist einfach nur gut zielen. Und tschüss. Jetzt spielen also schon Gegner eine größere Rolle beim Erklimmen von diesem Turm. Oh! Was zum... Das war ein Gegner in einer Wasserblase. Und ich musste mehrmals stampfen, um den zum Platzen zu bringen. Bevor ich ertrinke. Alter. So einen Gegner hatten wir noch gar nicht. Jetzt kommt auch noch dieser Sniper-Fuzzi auch schon wieder. Ha. Und jetzt. Und tschüss. Darf ich beide damit? Yes! So, geh mal richtig ab hier. So, wann dreht er sich? Okay. Gar nicht, wie es scheint. Oh, nee. Sorry, du kannst mich nicht lange festhalten. So, das wollte ich aber jetzt nicht einsetzen hier. Oh, uff. Uff. Bist du da wieder runter? Danke. So. Ah, shit! Ja, toll. Da vertue ich mich auch noch total beim Raufspringen hier. Und ziele auf das komplett falsche, auf die komplett falsche Sprunghilfe. Oh! Shit! Ah! No! Okay. Irgendwann bekomme ich wieder einen Checkpoint-Hilfe. So, jetzt aber. Jetzt bin ich wieder an der Stelle. Mitte. Und jetzt du. Und tschüss. Gib Ruhe. Rest in peace. Irgendwann sollten die auch zum Drehen anfangen, aber anscheinend haben sie jetzt keine Lust, wenn ich komme. Auch gut für mich, umso besser, würde ich sagen, ne? Wow. So, jetzt hoch da. Wir sind... Ja, wir sind schon da, oder?
Ja, wir sind da. Okay. Seit dem nächsten Turm auszuschalten. Ich glaube, ich verstehe dich jetzt. Wir beide würden jene, die uns am Herzen liegen, um jeden Preis beschützen. Aber dein Schicksal. Ich habe es berechnet. Leb wohl. Nicht, wenn wir es verhindern können. Come on. Da muss doch noch was getan werden. Aber das hätten sie auch optisch ein bisschen hinzufügen können. Nicht bloß, dass er hier eine Animation bekommt, wo er immer schwächer wirkt, sondern auch, dass er... Sondern auch, dass er hier die Cyberkorruption um sich hat. Dass es auch außerhalb der Cutscenes gezeigt wird. Höchstgeschwindigkeit nach unten, so. Gut, wo ist der letzte Turm? Es sind sogar noch zwei. Ich dachte, ich hätte... Ja, okay. Dann mal los. Mal schnell zum nächsten. Hinterm Berg? Ich muss ihn also, wollte schon sagen, erklimmen. Das tut man einfach ganz einfach so. Oh! Vorher gibt es einen Spacko, der hier anscheinend alles bewacht. Ja, wollte gerade sagen, den muss man noch besiegen hier, um da weiterzukommen. Trixen for the win! Nicht übel. So. Wir können uns entscheiden, hier hinzugehen. Auch größere Titanen hier. Also auch, das heißt, ja, Titanen, auch größeren Minibossen gegenüberstehen würden. Weil, wenn das wirklich alles ist, nur die Türme zu bestreiten, ich weiß ja nicht. Dann kommt es mir ein bisschen viel zu leer hier vor. Aber durchaus. Oh. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was hier zu machen gilt. Einfach eine Real-Schienen-Herausforderung. In Kombination mit 2D-Bereichen, selbstverständlich. Okay. Na, X. Button. Okay, da hoch. Mit Wand springen. For the win! Och, der ist schon wieder. Aber das führt mich immer direkt zu meinem Ziel. War schon krass, dass wir jetzt hier einen neuen Gegner, exzessiven Gegner haben. Finde ich aber auch gut. So, hier der Schalter.
Betätigt man also immer beim Vorbeigrinden? Natürlich. Und wieder dasselbe Dilemma. Lass mich raus! Nope. So, es bleibt hier bei derselben Eingabe. Gut. Dann mal hoch da. Okay. Auch mit normalen Stampfer zu erledigen. Würde mich auch wundern, wenn das nicht geht. Aber ich vermisse es auch, dass man mit dem Boost auch Gegner erledigen kann. Das geht ja in den Spielen nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie sie wirklich dann das neue Spiel umsetzen werden. Wenn der Kishimoto jetzt das ganze Feedback nimmt. Ich meine, bislang, Sonic Frontiers gefällt mir schon im Großen und Ganzen. Wirklich auf jeden Fall um vieles, vieles, vieles besser als Forces damals. Weil wirklich auch die Art, wie die Charaktere geschrieben sind und der Dialog vor allem deutlich besser. Auch auch wenn es gerusht ist, nicht ganz so viele technische Mängel. Und noch dazu hier, ja, noch dazu viele gute Platforming-Passagen und das Erkunden der Insel, also das Erkunden der offenen Zonen macht Spaß. Cyberspace, ja, es hat jetzt eher das größte Manko. Aber wenigstens sind auch die 100% Herausforderungen hier und da eigentlich auch recht herausfordernd, sagen wir es mal so. Und sie spielen sich ganz okay. Aber ich hoffe, dass da beim Gameplay noch etwas verbessert wird, in Bezug auf die Cyberspace Level, wenn man die jemals wieder zurückbringen möchte. Und, ich wollte nicht wieder zurück! Ey, was soll das? Geh da hoch! Oh, scheiße. Komm, 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 komm. Aufpassen auf... Komm zurück. Ich sagte zurück. Und jetzt. Oh, gut, ich bin wieder drauf. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Verbesserung an Gameplay und allem drum und dran und vor allem bitte komplett in 3D und 100% original. Weil ansonsten ist das Konzept schon mal ganz gut, was hier, also das, fürs erste Open World Sonic oder offene Zonen Sonic schon mal ziemlich spaßig. Okay, jetzt. Chaos Gem Giant Garkin Glide Debut, Hurainte. Indo Blue, Dwings Rick, Zwei Chaos, Toryu Zain, Schweisten. Oashudu, Minga Jure. Okay, wir haben gelernt, die Titanen werden auch von den Chaos Emeralds angetrieben. Alles klar. So, jetzt aber kann ich hier lang gehen. Dann zum letzten Turm mich begeben. Zu dem werden wir auch gerade hingeführt. Der ist hier direkt am Ende der Insel. Oh. Sind, dass wir hier einen Unterwasserbereich haben. Und der Boost geht aber schnell aus. Oh shit. Oh, ist das Sapler gleich? Ist ja keine Stelle, wo ich. Ich wollte mich nur ein bisschen unter Wasser umgucken. Der Ton, und dann fange ich hier wieder oben an. Als ob! Pff.
Sorry. Wollte mich hier noch ein bisschen umschauen, ja? Wollte, wird aber nicht so viel verlangt sein. Hätte nicht gedacht, dass es so ein riesiger Sumpf ist. Und dazu so viel Wasser. Wenn man erstmal da unten ist, dann ja, Prost Mahlzeit. Mir nur ein bisschen umgucken, ja? Erkundung, Erkundung. Die Zeit will ich nutzen. Ich mache das auf meine Art und Weise, das Spiel. So kann ich auf... Nein, dem Wasser kann ich leider nicht laufen. Wundert mich aber, weil ich bin hier auf Fullspeed. Was soll das denn? Warum ist das nicht mitimplementiert? Aber ansonsten ist da wirklich nichts dabei. Keine Kokos, keine lila Münzen, also keine Angelmünzen, gar nichts. Es ist ja wirklich ziemlich leer. Die einzigen Gegner, die man vorfindet, sind die auf den Türmen. Hm. Na gut. Mal gerade von Türmen reden. Auf zum letzten. Oh, hier. Wenn die Kamera sich mal hindrehen würde, wäre es ganz gut. Hm. Ah. Verdammte Kacke. Wo ist der Anfang? Da. Schon wieder! Was machst du? Ah, shit! Hä? Nein, es sieht auch noch darunter! Hä? Wieso klappt das denn nicht? Dann fange ich jetzt hier an. What the fuck? Fuck, ey. So, jetzt aber. Eigentlich wollte ich das die ganze Zeit über haben. Oh, shit. Nein. Nein. Ach, bloß gut, dass es jetzt hier einen Checkpoint gibt. Oh, shit. Uff. Also hier ist auf jeden Fall Parcours, gutes Parcouring angesagt, also guter Parcours, gut bestmögliche Parcours-Skills angesagt. Oh, shit. Hab ich's aber jetzt wissen wollen. Oh. So, jetzt hier rüber. Alles klar. Und hoch da. Was? Da rein? Ja. Okay. Sind wir jetzt bald mal oben? Der Part wird sonst noch zu lang. Ich soll jetzt wirklich den Part damit verbringen. Oh, so viele Ringe, ey. So, geschafft. Ich wollte jetzt wirklich den Part damit verbringen, dass ich, ja, alle Türme, restlichen Türme mit euch durchmache. Gut.
doing?